Hi, hier ist deine PTA in Love Week am 21. Februar und das sind einige der Themen. Abta für E-Rezepte ohne Arztbezeichnung, Akutversorgung ohne Zusatzvermerk und Ozempic-Packungen nicht mehr öffnen. Vor allem die fehlerhafte oder fehlende Berufsbezeichnung kann beim E-Rezept für Retaxation sorgen. Zwar konnte eine Friedenspflicht vereinbart werden, doch geht es nach der Abta, muss es eine Änderung der Arzneimittelverschreibungsverordnung geben und auf die Angabe der Berufsbezeichnung beim E-Rezept gänzlich verzichtet werden können. Im Herbst 2023 sind Ozempic-Fälschungen in die legale Lieferkette gelangt. Weil die Sekundärverpackung nur schwer bis gar nicht als Fälschung erkannt werden konnte, wurden Apotheken gebeten, vor der Abgabe jede Primärverpackung auf ihre Echtheit zu prüfen. Da keine weiteren Hinweise auf gefälschte Arzneimittel gefunden wurden, wurde die Empfehlung nun aufgehoben. Bei E-Rezepten gibt es verschiedene Möglichkeiten für den Kostenträgertyp, die gesetzliche Krankenversicherung und Selbstzahler. Verordnungen mit dem Kürzel SEL sollten nicht an das Rechenzentrum übermittelt werden, sondern als Privatrezept an die Kasse übertragen werden. Im Notdienst Akutversorgung bietet § 17 Rahmenvertrag einige Ausnahmen zur sonstigen Rezeptbelieferung. Dass es sich um einen dringenden Fall handelt, müssen Apotheken auf der Verordnung dokumentieren. Auf dem Papierrezept muss ein entsprechender Hinweis mit Datum und Unterschrift vermerkt werden. Beim E-Rezept ist kein zusätzlicher Vermerk nötig. Achtung, Falschgeld! Zahlen KundInnen in der Apotheke unbemerkt mit Blüten, gibt es dafür keine Entschädigung. Mehr noch, die Weitergabe an KundInnen kann unter Umständen sogar strafbar sein, informiert das Bundeskriminalamt. Aktuell sorgt ein neuer Trend in den sozialen Medien für Wirbel, die Salt Chip Challenge. VerbraucherschützerInnen warnen vor den Folgen durch die Mutprobe, denn diese können mitunter gravierend ausfallen. Der Grund? Die Chips enthalten 40% Salz. Tschüss!